Hallo zusammen, heute stellen wir euch James Potter vor, der kleine Rüpel, welcher zum echten Mann wird und sein Leben für seinen Sohn opfert. Hey zusammen! James Potter wurde am 27. März 1960 als Sohn von Euphemia und Flamond Potter geboren. Er war ein reinblütiger Zauberer. James wurde im späteren Alter von den Eltern gezeugt, daher wurde er in seiner Kindheit sehr verwöhnt. Dies führte dazu, dass er sehr arrogant, stolz und prahlerisch war. Im Jahre 1971, mit 11 Jahren, wurde er in die Zaubererschule Hogwarts aufgenommen und kam in das Haus Gryffindor. Er freundete sich direkt mit Sirius Black, Remus Lupin und Peter Pettigrew an. Sie wurden unzertrennliche Freunde. Ratte! Obwohl James ein schwieriger Schüler war und viel Unsinn baute, war er sehr fleißig in der Schule. Mit der Zeit wurde er in das Quidditch-Mannschaft der Gryffindors als Sucher vom Team aufgenommen. Hey, hey, hey! Ihr seht doch, dass wir am Wachsen sind. Supportet uns doch mit einem Abo und einem Like. Wir werden euch schon nicht wie Peter enttäuschen. Im zweiten Schuljahr fand er, Peter und Sirius heraus, dass Remus ein Werwolf war. Statt ihn als Freund zu verlassen, bestanden sie darauf, ihn zu unterstützen, indem sie lernten, Animagier zu werden und Remus als Werwolf nicht alleine zu lassen und unter Kontrolle zu bringen. Im fünften Schuljahr gelang es ihm dann, ein Hirsch zu werden und ihm wurde der Spitzname Pronks, auf Deutsch Krone, gegeben. Die Freunde gründeten eine kleine Bande und nannten sich die Rumtreiber. Die wilden Kerle hätte es auch sein können. Die 4 Freunde kannten sich so gut auf der Hogwarts-Gelände aus, dass sie eine magische Karte von Hogwarts erschufen, die auch anzeigte, wer gerade wo unterwegs ist. Diese wurde aber irgendwann von dem Hausmeister August Filch beschlagnahmt. James war ein sehr schwieriger Schüler, da er vielen die Schulzeit zur Hölle gemacht hat, indem er sie verhext hat. Am meisten jedoch Severus Snape. Bei jeder Gelegenheit verhexte und nervte er den Slytherin-Schüler. Eines Tages wollte Sirius Snape einen schlimmen Scherz spielen. Sirius erzählte Snape, dass er in die peitschende Weide gehen soll und bis zum Schluss laufen soll, wo sich Remus in Werwolfform versteckte. James erfuhr dies in letzter Zeitpunkt und konnte knapp noch verhindern, dass Remus Snape angriff. Die Feindschaft zwischen James und Snape hat sich aber nach diesem Vorfall auch nicht geändert. Ja, nach so viel Scheiße verstehe ich halt Snape schon sehr gut. James verliebte sich in Lily Evans. Diese jedoch mochte James wegen seiner arroganten Art ganz und gar nicht. James ließ Lily nicht mehr in Ruhe und nutzte jede Gelegenheit aus, um sie zu beeindrucken, was jedoch nicht funktioniert hat. Im Alter von 16 Jahren hat er und seine Familie Sirius Black bei sich zu Hause aufgenommen, da Sirius von zu Hause abgehauen war. Wenigstens eine gute Aktion. Immerhin. Im 7. Schuljahr hatte James sich so geändert, dass er nicht mehr der Alte war, der jeden verhext, sondern er wurde reifer und verantwortungsvoller. Er verhexte jedoch Snape weiterhin, ohne dass es jemand mitbekam. Penner! Neben Lily Potter wurde er in diesem Jahr zum Schulsprecher ausgewählt. Dumbledore hat dir richtig verkuppelt, der arme Severus. Mit der Zeit konnte er endlich auch Lily Potter beeindrucken und sie wurden zu einem Paar. Ende 1977, in den Weihnachtsferien, trafen sich Lily und James mit der Schwester von Lily, Petunia, und ihrem Verlobten Vernon. Lily wollte, dass sie sich kennenlernen. Als Vernon jedoch anfing, mit seinem Auto zu prahlen, konnte es James nicht aushalten und fing an, mit seinem eigenen Reichtum zu prahlen. Dies führte dazu, dass das Essen eskalierte und Petunia mit Vernon rausstürmte. Lily fing an zu weinen, James jedoch versprach, ihr sich zu entschuldigen. Wie bei Lilys Video schon gesagt, für die Szene hätte ich schon vieles gegeben. Nach seinem Abschluss im Jahre 1978 heiratete James mit Lily. Nach der Hochzeit schlossen sich James und Lily dem Geheimorganisation Orden des Phönix an, um Voldemort zu bekämpfen. Mindestens 3-mal widersetzte sich James gegen Voldemort. Das erste Mal, als Voldemort ihn auf seine Seite rekrutieren wollte. Irgendwann zwischen 1979 und 1980 starben die Eltern von James an Drachenpocken und er erbte das ganze Reichtum von seinen Eltern. So konnte er seine kleine Familie ernähren, ohne zu arbeiten. Auch unterstützte er finanziell Remus Lupin, da er als Werwolf keine Arbeit fand. Im Herbst 1979 wurde Lily schwanger. Zur gleichen Zeit machte Sibyl Trelawney eine Prophezeiung, die James, Lily und seinen Sohn in Schwierigkeiten brachte. Voldemort war hinter ihnen her, um den noch nicht geborenen Jungen zu töten. Als Snape aber als Todesser Voldemort verriet und seine Pläne an Dumbledore erzählte, fingen Lily und James an, sich zu verstecken. 31. Juli 1980 kam dann Harry Potter auf die Welt. Aufgrund der Gefahr, in dem sich die Familie befand, fand die Taufe nur mit Sirius Black statt, welchen Lily und James als Patenonkel wählten. Ein Jahr konnten sie sich verstecken. Sie wollten danach einen Fidelius-Zauber ausnutzen, um sich besser zu verstecken. Viel besser haben sie sich ja dann versteckt, oder?
Sie haben sich für den Geheimniswahr Peter Pettigrew entschieden. Rate! Da sie dachten, dass Peter der Letzte wäre, nach dem Voldemort suchen wird und nach James und seiner Familie zu fragen. Der Typ ist so unnötig. Die dachten wahrscheinlich so, Voldemort kommt niemals auf die Idee, so jemanden zu fragen. Macht Sinn? Peter jedoch hat die Seite gewechselt und kaum eine Woche später mit eigenem Wille Voldemort mitgeteilt, wo sie sich versteckten, und so wurde der Zauber aufgehoben. Als Voldemort am 31. Oktober 1981 unterwegs nach Godric's Hollow war, um Harry Potter zu töten, sagte er zu Lily, er solle Harry nehmen und weglaufen. James wollte gegen Voldemort kämpfen und ihn aufhalten. Jedoch hat er einen fatalen Fehler gemacht und seinen Zauberstab im anderen Zimmer vergessen. James konnte ihn ohne Zauberstab nicht aufhalten und er starb direkt mit dem Todesfluch Avada Kedavra. Spaß mal beiseite, aber was hat sich James da gedacht? Wollte einfach mit den Fäusten zu Voldemort gehen und sagen, hey komm, lass uns fighten wie zwei Männer ohne Zauberstäbe? Okay, er wollte was machen, aber das war so wirklich die unnützigste Aktion. Aber ja, hätten die zwei Zauberstäbe, wäre es safe ein geiler Kampf geworden. Hätten die beiden keine Zauberstäbe, wäre es bestimmt auch ein lustiger Kampf geworden. Aber ja, wer versteht das? Voldemort fand Lily und Harry im Kinderzimmer. Er tötete Lily, aber Harry konnte ihr nichts antun und er verlor all seine Kraft und war vorübergehend besiegt. Harry Potter hat dann nach 16,5 Jahren im Jahre 1998 seine Eltern gerecht, indem er Voldemort endgültig besiegt hat. Das war die Geschichte von James Potter. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und würden uns auf ein Like freuen. Bis zum nächsten Video! Leute, bevor ich Ciao sage, ich hefte mal zwei Videos an. Eins von Remus, wir haben viel über ihn heute gesagt, und eins von Lilly. Die könnt ihr auch anschauen, gell? Und tschüss!